Ich glaube, was wichtig zu sehen ist und zu merken, dass was in Ägypten passiert, nicht isoliert von der Welt passiert, sondern dass es sehr viel mit der Wirtschaft zusammensteckt. Ägypten hat ja sehr starke wirtschaftliche Beziehungen mit Europa zum Beispiel, mit Amerika. Und diese Beziehungen wollen die westlichen Regierungen nicht aufgeben. Darum wollen sie Stabilität in Ägypten. Und wenn das bedeutet, dass die Demonstranten angegriffen werden, angeschossen werden und kaputtgeschlagen werden, dann ist das völlig egal, wenn es die deutsche Regierung ist oder die amerikanische Regierung. Weil sie wollen ein stabiles Ägypten, damit die Region stabil bleibt. Und wenn man hier von Demokratie spricht, also in dieser Konferenz wird ja auch viel von Demokratie gesprochen, müssen wir uns wirklich Bedenken machen, warum das so ist, dass diese Modelldemokratien, die es hier im Westen gibt, erstens das Mubarak-Regime so viele Jahre unterstützt hat, weil es zu guten wirtschaftlichen Beziehungen geführt hat, aber jetzt auch die generell unterstützen, weil für sie ist die Priorität Stabilität und nicht Demokratie. Demokratie ist ein Stichwort, das gut funktioniert. Es ist ganz toll, dass wir jetzt demokratische Wahlen hatten. Das bedeutet, wir sind gerade auf dem Weg zur Demokratie. So sieht es aus für den Westen. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich uninteressant für viele Regierungen, weil die Wirtschaft viel wichtiger ist als die Beziehung zwischen einer Regierung und der Bevölkerung. Also geht es primär darum, die Wirtschaft, ja, die eigene europäische Wirtschaft am Laufen zu halten, auch für den Preis, dass in Ägypten Menschen sterben. Absolut. Absolut. Inwiefern unterstützen die Regierungen das? Sind da Waffenlieferungen, die stattfinden? Kann man so etwas spüren? Sieht man sowas in Ägypten? Also Waffenlieferung sicher. Wir wissen von amerikanischen Waffenlieferungen zum Beispiel, vor 2 Monaten ist es passiert, dass eine Waffenlieferung fast gestoppt wurde von den Arbeitern am Roten Meer, aber das Militär hat da sofort hat die Waffenlieferung abgeholt und da ist nicht viel von geworden. Aber wir wissen, dass diese Waffen von außen herkommen. Wir wissen, die Patronen, es gibt Patronen aus Italien, es gibt Tränengas aus Amerika und aus China und Tränengas aus England haben wir auch gefunden. Wir wissen, dass diese Beziehungen existieren. Das Militär wird jedes Jahr mit 1,3 Milliarden Dollar von den Amerikanern unterstützt. Das ist kein Geheimnis. Mhm. Mit Europa hat es viel mehr mit wirtschaftlichen Beziehungen zu tun. Das heißt, die Wirtschaftspolitik wird oft so ausgeführt, dass europäische Wirtschaften so viel wie möglich davon gewinnen. Und das ist vielleicht für die ägyptische Regierung gut und für die Business-Elite gut, aber nicht für die Bevölkerung. Und einer der Gründe, dass es zu so einer Revolution geführt hat, was sehr selten gesagt wird, ist, weil die Preise in Ägypten steigen und weil das Nahrungsmittel zu teuer wird. Und das passiert nicht ohne Grund. Das hat was mit Politik zu tun, mit einer Wirtschaftspolitik, mit der die Europäer und die Amerikaner sehr viel zu tun haben. Ist es vor dem Hintergrund nicht sinnvoller, diese Nachricht zu versuchen, in den europäischen Raum zu bekommen, anstatt weiterhin die Demonstrationen am Tahrirplatz zu unterstützen? Klar, ja. Das ist sehr wichtig. Aber ohne Demonstrationen wird sich in Ägypten nichts ändern. Und darum ist das unsere erste Priorität. Ich arbeite auch nebenbei an Filmen, die solche Themen ansprechen. Aber man kann nicht alles tun auf einmal. Und darum muss man priorisieren. Und wir müssen in Ägypten anfangen. Aber ich arbeite zum Beispiel an einer Kampagne, die mit Schuldenerlass zu tun hat, was auch diese wirtschaftlichen Beziehungen anspricht, weil wir auf mehreren Fronten arbeiten müssen. Also insgesamt krankt das Wirtschaftssystem und das wirkt sich dann auch auf Ägypten und auf die Lebensweise dort aus.
Also eine Lösung muss her. Wie siehst du Konferenzen wie diese? Welche Chance steckt drin? Es ist schwer zu sagen. Also ich habe eher das Gefühl, also wie ich gerade gesagt habe, von den Regierungen in Europa und im Norden, dass sie sehr wenig Interesse haben wirklich an Menschen an einem Ort wie Ägypten. Hier wird oft zum Beispiel von Menschenrechten gesprochen. In Ägypten hat es keine Bedeutung. Es hat für mich vielleicht eine Bedeutung. Einmal, weil ich einen zweiten Pass habe, aber auch, weil ich mehr Einfluss habe, dadurch, dass ich im Internet ein bisschen bekannt bin und dass ich meine Meinung verbreiten kann. Aber für den alltäglichen Ägypter gibt es keine Menschenrechte. Und man kann hier Konferenzen machen und irgendwelche Gerichte erschaffen und Gesetze erschaffen über Menschenrechte, aber das hat überhaupt gar keinen Einfluss in anderen Ländern, so wie in Ägypten. Darum ist für mich ist wirklich der Fokus Ägypten. Ich glaube, es ist wichtig für Journalisten, manche dieser Illusionen ein bisschen kaputt zu machen. Die Illusionen von Journalisten im Westen, die fast nie dabei sind. Es ist nämlich sehr schwierig, über die Situation auf der Straße in Ägypten zu berichten, wenn man nicht dabei ist. Ich meine auch ganz bestimmt nicht, dass ich in Syrien zum Beispiel oder im Jemen die Revolution verstehen kann. Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht einer dieser Leute. Und darüber zu berichten, wenn man hier in Deutschland sitzt und gemütlich lebt und darüber liest, fällt mir schwer. Wie motivierst du die Menschen, sich vor deine Kamera zu begeben? Was denken die, welche Hoffnungen stecken in den Menschen? Also es ist unterschiedlich, aber sehr viele Leute wollen sagen, was ihnen passiert ist, weil sie wissen, dass es nicht berichtet wird in den Medien, in den offiziellen Medien. Sie wissen, dass es vielleicht ihre eigene einzigste Chance ist, ihre Geschichte zu erzählen und auch andere Leute zu stärken, weiterzumachen und mitzumachen. Sie wollen, dass die Wahrheit irgendwie rauskommt und das ist vielleicht ihre einzigste Möglichkeit. Danke für das Interview.